Auch in diesem Jahr sind die Mitarbeiter der Schokoladerie in Rostock mitten in den Vorbereitungen für das kommende Osterfest. Im Moment sind gut vorbereitet. Also wir haben eine Hülle an vorgefertigten Formen für die Osterhasen in allen möglichen Ausführungen, ob die jetzt Kahn schieben oder die Osterfrau und der Ostermann. Das ist alles zu haben und extravagante Sachen. Da hat unser Chef eigentlich immer schon ein ganz tolles Händchen für. Der kriegt das immer ganz gut hin. Die Kollegin ist auch ganz toll bewandert. Die macht immer so hübsche Sträußchen mit Häschen drin und so. Also wirklich mal für Kinder ausgerichtet, mal für Ältere. Und das verwundert mich dann doch immer, ne, wie man das so schön hinkriegt. Jetzt natürlich im Ostergeschäft gehen auch die ganzen Osterhasen, Osternester. Zum Frauentag war auch alles sehr beliebt, was wir so an Trüffelschälchen vorbereitet haben und dergleichen. Wir haben auch viele Kunden, die jetzt im Moment mit Laktose und dergleichen Probleme haben. Da ist es nicht schlecht von uns, jetzt unsere 70%igen Schokoladen zu nutzen, weil die gluten- und laktosefrei sind. Vor allem die Kinder sind meistens die größten Kritiker, wenn es um Schokolade geht. Da geht das bei den Kleinen auch ganz schnell auseinander in den Sachen. Es gibt natürlich, es kommt immer auf die Form an, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Disney-Figuren hat. Das geht bei den Jüngeren natürlich besser und die Klassiker, jetzt was weiß ich, Hänsel, Gretel, Märchenfiguren, das ist natürlich gerade im Jahr des Grimms, ne? Wenn die dann reinkommen und sich freuen, oh, das riecht so gut und müssen wir schon gehen, machen die schon zu? Denn die Notlügen von den Eltern manchmal, das ist sehr lustig. Wenn es dann aber um die Qualität eines Produktes geht, gibt jeder Mitarbeiter alles. Ja, also unser Produkt ist schon sehr hochwertig und auch mit Liebe natürlich zubereitet. Es ist einmal auch ein bisschen preisintensiver, weil wir nicht über 100 Wege gehen, um unser Produkt einmal zu verpacken, zu vermarkten und diese ganzen Sachen. Und natürlich, wir sind immer Ansprechpartner für unsere Kunden, was mit dem Produkt passiert ist und können dafür eigentlich zu 100% gerade stehen. Ne? Egal ob jung oder alt, die Schokolade liegt einfach allen am Herzen. Das ist einfach das, was einen Kraft gibt, was einen Schwung gibt und was einen auch wieder hochbringt. Ne, kennt man ja auch, wenn man Liebeskummer hat, dann nascht man ja auch gerne mal Schokolade. Und die Gerüche einfach, ich bin ein sehr sinnlicher Mensch und da brauche ich das. Also für mich ist das ganz wichtig.